Wo immer er Platz für Papier und Stifte findet, malt Thierry Bouvard. Seine Familie sagt, Thierry sei glücklich, wenn er male. Ob das wirklich so ist, weiß niemand. Thierry ist Autist, er kann nicht sprechen. Sein Umfeld kann nur erahnen, was in seinem Kopf vorgeht. Eines aber lässt sich mit Sicherheit sagen. Mit seinen Bildern macht Thierry andere glücklich. Wie aber? Davon handelt dieser Film. Buzz! Buzz! Ja! Buzz! Mein erster Drehtag mit Thierry Bouvard. Meine Kamera hat eine unerwartete Wirkung auf ihn. Was heißt Bass? Smile. Herr Bouvard, was will er mir jetzt sagen? Er will, wenn er eine Kamera sieht, will er lachen. Wie wir gesagt haben, Thierry, du lachen. Und lachen ist Smile. Bass. Und dann sagst du, okay. Bass. Smile. Bass. Du musst aber nicht lachen, du kannst ganz normal lachen. Okay? Schau, Thierry, sagst 1, 2, 3. Okay, dann ist gut. Thierry wendet all die Regeln, die er mühsam lernen musste, manchmal etwas unflexibel an. Jetzt, wo dies geklärt ist, darf ich eintauchen in seine Welt und seine Bilder. Sein nächstes Motiv, wir zwei. 1, 2, 3. Nochmal. Eins, zwei, drei. Welches Witz? Tja. Das da. 40. 40 malen. Er fährt immer unten links an. Nicht immer, aber jetzt, wir stellen fest, seit 2 Monaten fängt er immer unten links an. Ich würde zuerst eine Einteilung machen, wo die Menschen herkommen. Das macht er nicht. Er fängt unten links an und irgendwie geht es auf. Er macht es jetzt einfach. Thierry ist 19 Jahre alt. Kurz vor seinem ersten Geburtstag verstummte er. Seine Eltern hegten einen ersten Verdacht. Lange 2 Jahre später dann die Diagnose frühkindlicher Autismus. Damals hatten Joanne und André Bouvard noch die Hoffnung, Thierry könnte seinen Entwicklungsrückstand aufholen und normal eingeschult werden. Oh, Champs-Élysées, au soleil, à midi, à minuit, de la pluie, il y a tout ce que vous voulez. Immer die Taschen. The bags. No turn, you had the list. Danke. Die Hoffnung auf ein normales Leben hat sich zerschlagen. Und trotzdem, Thierry hat enorme Fortschritte gemacht. Jetzt gehen wir holen. Was holen wir? Okay. Holen wir nachher Thierry sein Brot. Gut. Und Chicken. Früher war Shopping Horror, weil er einerseits alles anlangen wollte und die Leute haben sich genervt, dass er das macht. Und da haben wir jetzt einen Steinboden. Wenn der Boden gewechselt hat, ist er am Boden gegangen und hat geschrien und hat einen Anfall bekommen. Und im Laden ist das natürlich ein bisschen peinlich, wenn ein Kind schreit. Und wieso hat er einen Anfall bekommen? Er war nicht flexibel. Aus irgendeinem Grund hat ihn das gestört. Entweder hat er Lärm nicht empfunden, nicht vertreibt und hat dann angefangen zu schreien. Und meistens, was uns auffällt, ist, wenn der Boden gewechselt hat. Bananas, Thierry. Okay, 100, Thierry. 100. Was sind das für Gesten, die ihr da so macht? Er hat das immer gemacht. Viele Autisten machen das und
das gehört einfach zu Autisten. Ja. Manchmal macht es so und ja, das ist auf Englisch, wir sagen self-stimming, self-stimulatory movements. Ja. Aber Sie wissen nie, was in seinem Kopf vorgeht? Nicht ganz genau. Ja, aber jetzt ist das besser, aber vorher war das schlimmer. Put it on the banana. Okay, take that one. Put it on the banana. Okay, good boy. All right. Thank you, Terry. Okay. Wait for Papa here, okay? Diese Geräusche, die Thierry macht, ist das Singen? Er macht das immer. Ich glaube, dass er beruhigt, wenn er diese Stimme macht. Er tönt wie Singen, aber auf Englisch wir sagen man humming. Und dann ist es mehr ruhig. Relaxed. Genau, genau. Ich muss helfen, alles auspacken. Thierry ist das Zentrum der Familie Bouvard. Besonders eng ist die Beziehung zu seiner älteren Schwester Pascal. Thierry, hallo. Hey, Fisch. Man sagt, die Autisten spüren damit nicht, wie wir uns fühlen. Aber er hat irgendwie immer gespürt, wenn es mir nicht gut geht oder so, hat er immer gewusst, wie er auf mich zugeht, ob das einfach eine Umarmung gerade braucht oder ob er mich irgendwie so ablenkt, indem wir etwas anderes machen. Das hat er irgendwie immer schon gespürt bei mir. Gell, Thierry? Nein, das kannst du essen, Thierry, das ist fein. Also, wir schneiden. Machst du so? Wir haben jetzt wie so ein Vokabular entwickelt, das wir verstehen. Also kochen. Was heisst du, Thierry, kochen? Thierry, was machst du? Kochen? Kochen. Das, dann verstehen wir das. Was gibt es noch? Machst du noch? Malen. Und spannend ist natürlich auch, so, zum herausfinden, was er will. Also wenn wir in der Freizeit ihm etwas zeigen, willst du baden, dann sagt er ganz klar baden. Ja. Tschüss. Er sei ihr Familientherapeut. Das sagt die ganze Familie Bouvard. Der Thierry vertreibt Spannungen nicht. So können Sie mal das ein bisschen erklären, wie das geht? Ja, man merkt es ja manchmal selber. Man ist gut aufgelehnt oder manchmal ist man nicht so gut aufgelehnt. Mit Grund oder ohne Grund. Wir merken, haben nicht das Gefühl, dass wir Streit haben, aber wenn man in einer Diskussion schon von der Stimmlage her ein bisschen aufgeht oder ein bisschen etwas schnippisch sagt, das spürt er gerade. Und dann müssen wir ihm immer sagen, Thierry, wir sind nicht am Streiten. Und dann verlangt er einen Family Hug, also dann will er, dass die ganze Familie sich umarmt. Und so können wir ihm zeigen, dass das gut ist. Bis jetzt kannte ich Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung nur aus Spielfilmen wie Rain Man. Vollkommen in ihrer eigenen Welt und irgendwie genial. Thierry aber, so erfahre ich, nimmt großen Anteil am Gefühlsleben seines Umfelds. Genial indes, das trifft auf Thierry zu. Mit dem Weihnachtsbaum. Vom Blatt. Das ist am Thierry 1 von Thierry seinen Anfang. Wir wissen nicht, ob das 6-7 war, wo er offensichtlich im Computer Aristocats geschaut hat. Nein! Thierry Aristocats. Und dann das abgemalt hat. Und ich finde, das hat damals extrem gefunden, wenn er schon als kleiner Bub ein Mauer, der gegen vorne kommt, der ein Dach drin hat, mit Dachfeister, mit der Perspektive der Bäume, die kleiner werden. Also mit 6 oder 7 Jahren? Hat er das abgemalt. Und lustig ist ja, es ist ein total wüstes Papier, weil er es vom Video abgemacht hat. Das war noch 4:3 System. Man sieht da den Rand vom Video, der hat er halt auch noch gemalt. Heute nimmt Thierry am liebsten Fotos, Postkarten und Bilder aus dem Internet als Vorlagen. Für Thierrys Eltern sind seine Bilder kleine Fenster in die Seele ihres autistischen Sohnes. Das ist ein wie ein Brett oben. Wir haben gewusst, wir haben es erwartet, aber trotzdem in dem Moment ist wie so
jetzt ist es passiert, es ist definitiv. Ich habe immer noch diese kleine Hoffnung, dass er nicht Autist ist. Aber alle, all the signs were there. Ja. Und dann, als er offiziell war, dass Terry Autist ist, das ist wie eine Bombe. Ja. Joanne und André Bouvard nahmen ihr Schicksal und das von Thierry selber in die Hand. Sie vernetzen sich mit anderen Betroffenen und setzen ihr Erspartes ein, um ihren Sohn bis zu 7 Stunden pro Tag selber zu therapieren. So lernte Thierry beispielsweise Augenkontakt zu halten oder sich nicht selbst zu verletzen. Wir mussten Thierry beibringen, wie er lernen soll. Das war schwierig. Am allerschwierigsten aber war, dass ein Experte mir sagte, dass ich nur noch Schweizerdeutsch mit ihm reden soll. Wie kann ich meinem Kind in einer fremden Sprache sagen, ich liebe dich? In German. Durch die Therapie zu Hause und später in Sonderschulen ist er flexibel geworden. Die Struktur, die ihm sein selbstgemalter Tagesplan vermittelt, braucht er aber auch heute noch. Also, Thierry, was war heute gewesen? Was könnte man da reinschreiben? Gut, Thierry. Wollen wir schreiben Film? Film. Ha? Also, schau mal, das haben wir doch vorher da rein gespeichert. Filmen. Wo war das gewesen? Film. Genau, jetzt kannst du das abschreiben. Seit gut einem Jahr lebt Thierry von Montag bis Freitag im Wohnwerk der Zürcher Epiklinik. Hier sehe ich, dass er schreiben und rechnen kann. Außerhalb des Elternhauses muss Thierry anders kommunizieren. Mit Worten, Gebärden und mit seinem Tablet. Es geht eigentlich darum, dass wir nicht ihn ablesen und ihm die Wünsche von den Lippen lesen, sondern dass er wie selber ausdrücken kann, was er braucht. Also, dass das auch zu mehr Selbstbestimmung dann führt. Ich denke, jedes Mal, wenn er etwas ausdrücken kann und dann auch merkt, es wird reagiert in meinem Umfeld, dass das jedes Mal ein Erfolgserlebnis ist für ihn. Und eigentlich zu mehr Selbstwirksamkeit führt, schlussendlich. Was willst du noch schreiben? Puzzle hast du schon geschrieben. Es gibt ihm Sicherheit. Durchs Malen kann er zu sich kommen. Auch gerade wenn eine Situation für ihn herausfordernd war. Weil zum Beispiel mal etwas anders gelaufen ist, als er sich gewöhnt ist. Oder wenn es speziell laut war in der Umgebung. Dann ist das wirklich sehr eine gute Art, dass er wieder zu sich kommt. Du kannst bitte zusammenräumen. Super. Alles auf die Seite tun. Du, Thierry, Thierry, warte mal schnell. Wir sagen noch Tschüss. Papa. Ich wünsche dir einen guten. Papa. Ciao, Thierry. Papa. Tschüss. In seiner Wohngruppe lebt Thierry mit 3 Frauen zusammen. Eine von ihnen ist Angela, die mir sogleich das Du anbietet. Angela, wie ist der Thierry so? Er tut nicht so laut. Tut er laut? Ja. Das stört dich dann, oder? Ja. Ja. Hast du nicht gern, wenn man laut ist? Nein. Gibt es auch Sachen am Thierry, die du gern hast? Ja, er gibt mir immer Zeichnung. Jetzt gehen wir alle an den Tisch. Thierry. So. Bitte, bitte, bitte nicht. Von seiner Familie wurde und wird Thierry nie versteckt. Heute gehen Vater und Sohn sogar gemeinsam aus. Thierry gehört dazu. Man merkt einmal, dass er nicht gleich ist wie mir. Für uns ist er eine Bereicherung. Ich denke, er hat aus uns bessere Menschen gemacht. Wir haben mehr Verständnis für ein bisschen
überlegt, was ist wichtig im Leben. Und ich finde, es ist wichtig, dass man den Leuten auch zeigt. Er sieht ihm ja nichts an. Und er soll sich so zeigen und die Leute sollen sich vielleicht ein bisschen sogar ihm anpassen. Thierry tanzt gerne. Und er liebt es, mit seinem Mountainbike die steilsten Abfahrten zu machen. Am liebsten zusammen mit seinem Vater und dem Rest der Familie. Wenn man ihn den Tag durch beobachtet, hat er ganz viel Verhalten von kleinen Kindern. Und jetzt, dass er 19 ist, das merkt man, dass er den Bart rasieren muss. Sonst merkt man es nicht. Er liebt es, in Kunstmuseen zu malen. Das fanden seine Eltern vor Jahren auf einer Reise nach New York heraus. Willst du das malen? Ja. Yeah. You want this one, Daddy? Don't you want to look for Picasso? Yeah. That one. Okay. Okay. Auch wenn er die Bilder direkt vor der Nase hat, wie hier im Zürcher Kunsthaus, erst fotografieren, dann malen. Warum? Nur Thierry selber kennt die Antwort auf diese Frage. Ich denke, es wird eine Frage sein, wo wir nie eine Antwort darauf finden werden. Und das ist einfach so, das gehört, muss man einfach damit leben. Am liebsten würde ich es wissen, aber ich kann es wie müssen akzeptieren. Auch im Louvre hat Thierry schon gemalt. Alle hätten gedacht, er sei ein großer Künstler, erinnert sich seine Mutter. Ja, ich bin sehr, sehr stolz und ich bin auch glücklich, dass er glücklich ist. Dass er einen Weg gefunden hat, ihm zu, wie heißt das, zu express himself. Auszudrücken. Ja, genau. Danke. Er ist auch stolz, weil er gibt diese Malen, diese Paintings zu anderen Leuten, zu fremden Leuten. Er will euren Namen haben. Ja. Er gibt das. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht und es ist ein Geschenk. Thierry, hey, vielen Dank. Schön. Coole Bilder, oder? Wow. So wie ich mich in Thierrys Bild erkenne, so nimmt auch er als Person für mich immer konkretere Formen an. Seine Art zu malen und sein Wesen berühren mich. Und damit bin ich nicht allein. Schon zum zweiten Mal kann Thierry seine Werke in einer Ausstellung zeigen. Heute findet die Vernissage statt. Okay, das stimmt. Wir haben ihm den Raum gezeigt und haben gesagt, Thierry, da darfst du ausstellen. Und haben gesagt, Thierry, da Bilder. Da hat er gesagt, da malen. Ja. Und ob er es verstanden hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er Freude hat an den Bildern. Und wenn Erwachsene kommen und ihn ansprechen, denke ich schon. Der Abend wird ein voller Erfolg. Seine Betreuer aus dem Wohnheim sind gekommen, Freunde seiner Eltern, Verwandte. Und mittendrin in seiner eigenen Welt, Thierry malt. Seine Fans bedient er schon fast professionell, um so schnell wie möglich weitermalen zu können. Danke. Danke. Wie stolz sind Sie auf den Tieren, auf der 10er-Skala? Ja, etwa bei 11. Mindestens. Ich finde es einfach mega schön, dass wir ihm jetzt etwas geben konnten, wo er selber auch Freude hat, nicht nur wir Freude haben. Sondern dass er jetzt das zeigen kann und die Leute, auch fremde Leute, einfach so Freude an ihm haben und dass wir zeigen können, was für eine tolle Person er ist. Beeindruckt ist auch Künstler und Kunstdozent Emil Müller, genannt Müller Emil. Es hat so eine ganz präzise Art vom Verdichten.
Also er tut, weil er ja keine Flächen malt, sondern Linien, dann sitzt es so eng zusammen, dass es eigentlich wieder wie eine Fläche wird. Also er macht aus einer Linie eine Fläche. Das ist etwas Wunderbares. Thierry und seine Bilder faszinieren. Mich hat es berührt. Als ich die allerersten Zeichnungen gesehen habe, musste ich sagen, hey, das ist genial. Das ist genial. Das hat etwas, das so ganz tief geht. Das ist wirklich etwas, das sensibel geführt ist. Das ist eine ganz intensive Art des Zeichnen. Das ist genial. Von nah betrachtet sieht man in Thierrys Bildern nur einzelne Striche. Öffnet man den Blick, sieht man ein Kunstwerk. Thierry! Ja! Super! So ist es mir in diesen Tagen auch mit Thierry selber ergangen. Ich hatte die Absicht, einen Film über einen malenden Autisten zu drehen. Jetzt sehe ich einen wunderbaren Menschen und dessen Familie. Ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Wow, schön, Thierry. Schön. Wer ist das? Helen. Und das? Thierry. Mir haben viele Leute immer gesagt, ja, weißt, ich kenne auch Eltern, die haben das Kind, das ein behindert ist. Das ist ein Geschenk. Und ich habe immer die Leute auf den Mond schiessen. Ich habe gesagt, ich möchte, dass der Thierry normal ist. Ich möchte, dass er Sport machen, selbstständig sein. Wow, super. Hast du Freude? Ja? Ja. Okay. Aber heute muss ich sagen, ich verstehe das mit dem Geschenk. Wir finden, er ist unser Engel und unser Geschenk. Und wir sind mit ihm glücklich. Ui. Hä? Was ui? Thierry. Was steht da? Thierry. Da, Thierry. Nein, Thierry. Good job. Ui. Ui.